Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal SpielerPT. Wir sind wieder in der nächsten Snapshot-Vorstellung und zwar in der Version 18W15A. Sie bringt wieder einige schöne Neuerungen mit sich und ich werde diesmal ein bisschen mit Bildern arbeiten an einigen Stellen. Aber natürlich haben wir auch ansonsten Sachen, die wir zeigen können. Ihr seht ja die Bilder am Anfang davon, da habt ihr schon einige Sneak Peeks im Prinzip gesehen. Naja, jedenfalls. Wo fangen wir an? Es gibt einige neue Sachen, die es zu erkunden gibt. Vielleicht zuerst mal zur Welt. Ich kann hier gerade die Bilder verwenden, damit ihr sie jetzt nochmal länger seht. Unterschiedliche Biome, also Ozeanbiome, haben inzwischen auch unterschiedliche Farben. Also hier seht ihr zum Beispiel das von einem Sumpf im Vergleich zum normalen Wasser oder zum Ozean normalen. Und von einem lauwarmen Ozean müsste das sein zu einem warmen Ozean, zu einem normalen Ozean. Und es sollte auch bei den anderen verschiedenen Ozeanbiomen noch Unterschiede geben. Die habe ich allerdings nicht unbedingt gefunden, beziehungsweise da nicht wirklich was erkannt. Und zudem hat sich die Physik vom Wasser ein bisschen verändert. Und zwar in den bei Wasser ist es jetzt so, dass Licht deutlich weiter durch die Blöcke dringt, weil jeder Wasserblock nur noch eine Stufe absorbiert von der Lichthelligkeit anstatt 3, wie es bisher war. Dadurch ist es natürlich dann auch unten heller. Das ist noch nicht in den alten alten Unterwasserbiomen so. Aber das soll entsprechend auch noch da in den nächsten Snapshots verändert werden. Also ihr seht schon vielleicht, dass hier das ganze Wasser ein bisschen heller ist. Ich kann ja mal gucken. Es sind ja alles eher warme Biome. Ja, sogar normale Ozean. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ich habe aber keinen Trank auch mit drin. Apropos Trank. Wenn wir mal unter Wasser gehen. Ja, hier, das ist ein Bug, der noch entstanden ist. Aber normalerweise sieht es ziemlich so aus wie hier. Ja, jetzt habe ich... super, jetzt bin ich in den Effekt reingeschwommen. Ist aber auch gleich wieder weg. Es ist jetzt nämlich wieder nötig, unter Wassersicht zu haben, weil, also wenn man wirklich was gut erkennen will, denn so sieht es ansonsten aus. Apropos, davon könnte ich auch mal nochmal einen Snapshot machen. Von den dunklen Silhouetten. Genau. Also es ist jetzt wieder so, dass nur im Prinzip das normale, die normale Sicht da ist, ohne eine spezielle Unterwassersicht. Und von daher sind Nachtsichttränke hier auch wieder effektiv, wenn man ein bisschen mehr sehen will. Ich kann hier mal einen trinken. Da seht ihr schon wieder einen deutlichen Effekt. Ist vielleicht ganz gut, weil es unter Wasser logischerweise gerade in tieferen Regionen so ist, dass man eben nicht viel sieht. Von daher, das ist durchaus sinnvoll und auch in dem Zuge wurde die Farbe des Unterwassernebels so verändert, dass er weicher wechselt und der Nebel wurde aber auch verbessert. Dann, genau, noch eine Sache, die vielleicht euch bei Wrax schon aufgefallen ist. Als Spieler konnte man nicht durch einmal ein große Blöcke schwimmen. Und ich hatte mich schon gefragt, warum das so ist, weil man eigentlich, man ist, also der normale Steve-Skin, wenn ich mal hier in F5 gehe, ist zwei Blöcke hoch, ein Block breit und ein Block lang, wenn man das so sagen will. Und beim Schwimmen müsste man somit durch einmal Einzellöcher passen und das wurde entsprechend angepasst. Und ich kann es euch mal zeigen, hier mit Gravel lässt sich auch nicht wirklich aufstellen. Wir machen hier Erde und machen uns hier in einmal ein Loch. Und wenn ich schwimme, passe ich da jetzt ohne Probleme durch. Und das ist, wie ich finde, nur folgerichtig. Dann ist es so, dass der Übergang vom Gehen ins Schwimmen verbessert wurde und das Ganze leichter gemacht wurde. Der Übergang, sie schreiben hier, ins Wasser zu gehen und zu verlassen fühlt sich nun besser an. Also wenn ich hier untertauche, fliege ich eigentlich. Ich warte mal, ich probier's mal. So, und wenn ich jetzt... ja, man merkt es tatsächlich nicht mehr. Aber man schwimmt dann tatsächlich. Ist mir schon oft... also, ich habe mich gerade gewundert, aber man fühlt einfach den Unterschied nicht mehr so direkt, dadurch, dass sie sich direkt runterklappt oder so. Es wurde also auf jeden Fall auch verbessert. Ja. Dann
gibt es noch eine Sache, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil obwohl ich stundenlang auf dieser blöden Map rumgesucht habe, es nicht gefunden habe. Und zwar in gefrorenen Ozeanen gibt es jetzt Eisberge. Und dafür gibt es noch einen neuen Block. Und zwar hier das Blue Ice. Das wird gecraftet, das kann man sich selbst craften aus neuen Packed Ice oder halt in diesen Eisbergen finden. Scheint auch bis jetzt die einzige natürliche Vorkommen zu sein. Was ich gehört habe, ist, dass es rutschiger sein soll als Packed Ice oder das normale Eis. Das kann man relativ leicht ausprobieren. So, gucken wir mal. Ach, auf der Tasche greife ich weg. Okay, das schien mir... Ja, also hier wird es deutlich, das ist von der Kante gefallen, das hier nicht. Also es ist tatsächlich ein klein wenig rutschiger und es schien mir auch schneller zu sein als das andere. Also da scheint es einen Unterschied zu geben. Ich glaube, so hat man es auch am besten gesehen. Genau, was haben wir noch? Genau. Dann hat man auch die Generierung verbessert und zwar sind die Chancen jetzt kleiner, dass ein gefrorener Ozean neben einem warmen Ozean und ähnlichen zu finden sind. Was natürlich sinnvoll ist, weil das nicht wirklich passt. Das hat man angepasst. Was, ja, auch wirklich relativ gut funktioniert hat. Was ich jetzt gesehen habe in den neu generierten Chunks, zeige ich euch jetzt nicht alles, aber es war wirklich so, auch von dem Biom her ist der Übergang wirklich so, dass man von wärmeren in kältere kommt und dann wieder in wärmere, bis man zur Wüste kommt und das im Ozean auch so ist. Kann natürlich sein, dass es ab und zu noch nicht so ist, aber was ich gesehen habe, klappt das schon ziemlich, ziemlich gut. Dann kommen wir mal zu neuen Sachen, die ihr hier auch schon gesehen habt. Ihr könnt hier das übrigens wieder Blue Ice. Auch eigentlich eine sehr interessante Sache. Ich würde gerne mal die Eisberge sehen, wenn ich was finden sollte oder so. Vielleicht gibt es davon was von Mojang, dann werde ich das mal mit Quelle natürlich einblenden. Kommen wir aber zu weiteren Sachen. Und zwar gibt es zwei neue Items, und zwar, beziehungsweise zwei neue Sachen, die man bekommen kann. Das ist zum einen die Nautilus Shell, die bekommt man durch Fischen oder durch Drowned Zombies, die. Ich weiß, also ich habe gehört, die sollen die in der Hand halten, aber das glaube ich nicht, sondern es geht darum, dass sie eine Angel in der Hand halten, weil das habe ich schon gesehen. Da habt ihr ja am Anfang vielleicht auch schon das Bild gesehen. Hier nochmal eingeblendet, dass entsprechend Zombie, also Drown Zombies manchmal eine Angel in der Hand halten. Und ihr könnt diese Nautilus Shell droppen. Und dazu gibt es jetzt das Heart of the Sea. Das kann man in versteckten Schätzen finden, wo man die Karten ja in Schiff, Wracks und den Unterwasserruinen findet. Und aus 8 Nautilus Shells und einem Heart of the Sea kann man ein Conduit basteln. Direkt übersetzt heißt das Leitung, so steht es auch in der Wiki. Allerdings, um zu dem Objekt zu kommen, muss man gucken nach Sauerstoffröhre. Nur wer sich dafür interessiert. Und das ist so eine Art Beacon für Unterwasser, so im Groben. Ich habe meinen Aufbau gemacht, das ist der minimale Aufbau, den ich hingekriegt habe, damit das Ganze funktioniert. Hier, ich habe Conduit Power für 12 Sekunden, standardmäßig. Und sobald man in der Umgebung ist, reicht das aus. Es steht da, es müssen 16 Blöcke in 2 Block Abstand zu diesem sein. Ich weiß gar nicht, ob die da hinten einen Effekt haben. Ja, tatsächlich auch. Ah ja, die sind über Diagonale verbunden, kann auch sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke sind das. Ja, 16 braucht man anscheinend wenigstens, ich weiß nicht. Ich konnte hier keinen weiteren Block entfernen. Und man kann dazu verwenden Seelaternen, Prismarin und Prismarin Bricks. Und das kann man tatsächlich, wie ihr hier seht, auch mischen. Also ihr habt die Conduits normal gesehen. Also ich kann es ja nochmal zeigen. Hier. Und dazu im Vergleich, so sehen die aus, wenn die gepowert sind. Ja, nur die Abbautextur ist noch nicht so klar. So, genau. Was noch zu denen? Ja, genau. Was geben die für Effekte? Also, ich gehe mal Game Mode Survival. Meine Atemblasen gehen deutlich, deutlich langsamer runter. Also wirklich im Sinne von extrem langsam. Ich weiß gar nicht, ob man sogar
oder Wasser atmen kommt. Man kriegt Nachtsicht. Also ihr seht hier alles hell erleuchtet. Ich glaube, man kann auch schneller abbauen unter Wasser, als das normal der Fall ist. Sieht mir so aus. Die drei Sachen kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wie das mit dem Rest aussieht, weiß ich nicht genau. Das kann ich euch nicht genau sagen. Falls ich beim nächsten Snapshot natürlich mehr dazu weiß, kann ich euch das gerne nachliefern. Und dann kommen wir noch zur allerletzten Sache, wenn ich nochmal... Also tatsächlich ist es auch so, dass von Mojang selbst da nichts gesagt wurde. Da wurde lediglich geschrieben, ich bin mir nicht sicher, was ist das, wo sind wir? Das sind die einzigen drei Kommentare zu den neuen Leitungen. Also so viel dann zu dem Thema. Und hier seht ihr schon die nächste Neuerung, nämlich Delfine. Es sind endlich Delfine hinzugefügt worden. Oh, das müsste gerade Delfingeräusche gewesen sein. Die spielen mit herumschwimmenden Objekten, die ihr gerade gesehen habt. Springen aus dem Wasser. Da seht ihr es. Schwimmen Booten hinterher. Ja. Das sind so bis jetzt ihre wesentlichen Eigenschaften. Da soll anscheinend noch ein bisschen was mehr kommen. Mehr weiß man über die noch nicht bis jetzt. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Nee, eigentlich... Ach doch, natürlich. Eine Sache, und zwar sind normale Mobs wie Wölfe oder Pigments. Das heißt... An sich sind sie friedlich, wenn du allerdings einen von denen angreifst, würde ich die ganze Gruppe angreifen. Und ich vermute mal, ich habe gesehen, die sind auch in Schwärmen unterwegs, beziehungsweise bei der Delfin heißt das ja in Schulen. Hier wird auch nochmal ein Bild eingeblendet, da habe ich eine größere Gruppe von denen gesehen, eine größere Schule. Von daher, auch deren Ärger sollte man nicht auf sich ziehen. Es hieß ja auch bei den Ankündigungen von Mojang, dass sie einen zu versunkenen Schätzen führen sollen. Inwieweit das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, auch Mojang hat gesagt, weitere Verhaltensweisen werden bald kommen. Genau. Aber ich würde sagen, das sind die Neuerungen hier. Ich finde sie richtig cool. Also gerade das hier, damit kann man dann auch wirklich sinnvoll eine Unterwasserbase bauen. Und ich will gerade einen letzten Test machen, den ich in Zeitlupe vorspiele. Und zwar, ob meine Luftblasen leer gehen. Dazu werde ich das hier mal ins Inventar packen. Und, ja, ihr seht jetzt kurz eine Timelapse von 5 Minuten meiner Aufnahme, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was sich da geändert hat. So, nach 5 Minuten hat sich nichts geändert. Von daher, ich würde sagen, es hält wirklich, man kann wirklich komplett unter Wasser atmen. Und damit ist das, um zum Beispiel einen Unterwassertempel auszubeuten, der optimale Weg. Also das ist wirklich dafür absolut genial. Ja. Naja, interessant. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Guckt mal vorbei, heute Mittag sollte schon, beziehungsweise gestern, ich weiß nicht genau, wann ich mit dem Snapshot fertig werde, sollte das neue Spore-Video rausgekommen sein. Falls ihr euch dafür interessiert, drückt gerne bei der Endcard drauf, müsste da verlinkt sein. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir gespannt auf die nächsten Snapshot-Verstellungen, die werden natürlich dann immer möglichst schnell hier auf dem Kanal erscheinen. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Ciao!